Action! Hallo und herzlich willkommen zu Basteln mit Jojo. Heute zeige ich euch den dritten Serviettenhalter als Küken. Leider muss ich euch im Vorfeld sagen, dass das heute das letzte Bastelvideo ist, weil ja schon morgen Ostern ist. Also, was wir fürs Küken brauchen, ist wieder buntes Blatt Papier, einen Schnabel, einen Kamm, und zwei Füße. Dieses Video wird heute etwas schneller funktionieren, damit ihr auch dann nicht zu viel Stress bekommt, wenn ihr es nachbasteln wollt. Als erstes, wie gewohnt, kleben wir das an. So, jetzt müssen wir wieder ein bisschen warten. Drücken es wieder ein bisschen runter. Und dann kleben wir den Kamm. Beim Kamm habe ich mich hier eine Linie gemacht. Das kann ich euch dann noch später einblenden, wo genau ich den Kleber raufgebe. Den Kamm kleben wir jetzt hier oben hin. Dann beim Schnabel biege ich den um. Und gebe auf die Seite hier den Kleber, damit unser Küken dreidimensional wird. Klebe es ungefähr in die Mitte. Und dann noch die zwei Füßchen. Ups, da habe ich ein bisschen zu viel Kleber. Da biege ich die Füße wieder ein bisschen nach vorne, so. Dann machen wir den nächsten Fuß. Und ihr könnt natürlich wieder jede Farbe nehmen, die ihr wollt, die ihr schön findet. Das kann auch ein grünes Küken werden. Alles eure Entscheidung. So, wenn dann alles halbwegs getrocknet ist, zeichne ich jetzt dann noch mit Filzstiften die Augen. Dann räumen wir das hier wieder alles weg, damit der Platz schön sauber wird.
neben unserer Stoffservette oder auch normale Servette. Geben sie rein. Und fertig ist unser Serviettenhalter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Die Reihe von Bastel mit Jojo. Und dann. Ciao!